Ich bin ziemlich sicher, dass wir die zweite Hürde schaffen. Also wenn es Corona nicht gäbe, würde ich sagen, würden wir auch in 2 Monaten statt in 4 Monaten schaffen. Mit der Corona-Situation ist alles schwieriger, aber das können wir, glaube ich, ich bin ziemlich sicher, wir können es ausgleichen mit dem Enthusiasmus unserer Aktiven. Das ist das Punkt, mit dem wir wuchern können. Wenn ihr die zweite Stufe schaffen solltet, wie geht es dann weiter? Was sind die nächsten Schritte? Dann kommt es zu einem Volksentscheid am 26. September, gleichzeitig mit den Landtagswahlen in Berlin und den Bundestagswahlen. Ja. Und ich bin sicher, dass das Thema dann den Wahlkampf in Berlin, aber auch darüber hinaus dominieren wird oder zumindest eine der dominanten Themen sein wird. Und wenn wir dann den Volksentscheid erfolgreich absolvieren, dann wird es hier zu einer Vergesellschaftung von großen Konzernen kommen, zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik. Wenn die Berlinerinnen und Berliner tatsächlich dafür stimmen sollten, wie würde es denn danach weitergehen? Also in was für einen Zeitraum müssen wir denken, bis wir dann tatsächlich die Vergesellschaftung haben? Ist das klar? Ja, das geht schon in Jahre, also 2, 3, 4 Jahre wird es dauern, bis der Prozess abgeschlossen ist. Das hängt auch von politischen Mehrheiten im Parlament ab, weil eine Willensbekundung zu so einer Maßnahme erstmal der erste und wichtigste Schritt ist, aber da muss ein Gesetz erarbeitet werden, etc., etc. Also unsere Arbeit wird am 26. September nicht zu Ende sein. Das ist eine langfristige und eine grundlegende Maßnahme. Ja. Und das, da muss man sich auch die Zeit dafür nehmen und man darf vor allem nicht locker lassen. Ja.